was wir heute Abend vorhaben. Wir begrüßen euch ganz herzlich im Livestream von Gottes Haus. Jawohl, herzlich willkommen. Ja, reichhaltiges Programm, das habt ihr wahrscheinlich schon in der Ankündigung gelesen. Wir haben einen Studiogast, seid also gespannt, was heute Abend der Inhalt bietet, wo wir euch auch ausrüsten wollen, wo wir euch trainieren wollen. Und heute habe ich an dieses alte Wort gedacht, wir wollen die Menschen zurüsten. Zurüsten, jawohl. Was fällt dir zu diesem Wort ein? Waffenrüstung, ja. Krieger, Kämpfer, gut ausgerüstet, dem Feind eins auf die Mütze geben. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Dieses alte Wort zurüsten, das hat man früher eher in der Gemeinde gehört und es heißt so viel wie, man wappnet sich, man rüstet sich aus, indem man sich vorbereitet. Man sucht die Sachen zusammen, die man für etwas braucht. Man trainiert, man bereitet sich vor, man ist eingespannt und angespannt. Angespannt, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, wenn man so gesehen hat, wie Tiere eingespannt wurden in dieses Joch. Und da könnt ihr mal sehen, wie alt ich geworden bin schon. Und wir wollen heute Abend einfach euch einen spannenden Abend bringen und euch auch trainieren für die Erntezeit, in der wir jetzt angekommen sind. Jawohl. Und zur Ernte gehört es, dass man sich vorbereitet. Ja, die Ernte ist etwas, wo man nicht einfach so reinmarschiert, sondern ja, man muss wirklich sehen, dass man alles, was notwendig ist, dabei hat. Genau. Es gibt ja einen Spruch, ja, auch ich glaube von Ernst Modersohn ist der, der heißt also, dass Dengeln der Sense, ja, also das Scharfmachen, ja, der Sense verzögert das Mähen nicht. Also es ist wichtig, dass du deine Waffen schärfst, sage, genau, ich mal, deine Geräte schärfst, um in die Ernte gehen zu können. Denn wenn du damit stumpfen Zeug gehst und so weiter, das ist ziemlich uncool, sondern, ja, du musst schon ausgerüstet sein. Und genau, genau darum geht es heute. Ein anderes Bild ist das ja mit den 10 Jungfrauen und dem Öl, dass wir vorbereitete Menschen sind. Und heute wird es auch darum gehen, dass wir wirklich zugerüstet sind für die Zeit, in die wir hineingehen, die mehr und mehr zunimmt jetzt. Und wir haben einen Vers, mit dem wir beginnen wollen aus 1. Korinther 6 und das ist der Vers 11. Und in diesem Vers kommen schon drei Sachen vor, die von der Identität sprechen für die Erntearbeiter. Du musst also wissen, wer du bist in Christus, damit du in dieser Ernte wiedergefunden werden kannst als ein starker Mitarbeiter in der Ernte, die jetzt vor uns liegt. Jawohl. So, dieses Wort heißt, also 1. Korinther 6, Vers 11. Aber ihr, das ist schon mal gut, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Halleluja. Das hat mich so gesegnet, als ich das gelesen habe, weil es diese Attribute enthält, dass wir geheiligte Menschen sind, gerecht gesprochen durch ihn, gerettet durch sein Blut, geschützt durch das Blut Jesu. Wir sind die, die er zu sich gezogen hat aus lauter Gnade. Und wir sind die, die genommen haben von seiner Fülle mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist es, was ich denke, was wir als Identitätsleute in der Ernte unbedingt brauchen. Absolut. So, und deswegen wollen wir auch beten für diese Gnade und für dieses Vorrecht, für das, dass der Herr uns ausrüstet, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, dass wir durch ihn verstehen, welches die Absichten Gottes sind, dass wir durch ihn hören, welche Berufung wir haben, zu was, zu welchem wunderbaren Vorrecht wir berufen worden sind. Und lass uns deshalb jetzt beten dafür und lass uns unsere Herzen ausrichten einfach für diesen Abend, dass wir lernen. Wir haben gebetet, dass der Heilige Geist wirklich zu uns allen, ja, spricht, dass wir heute Abend unsere Herzen aufmachen, dass wir dazu lernen, dass wir in Position kommen und dass wir wissen, wir sind Gottes Volk. Amen.
Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, was du uns geschenkt hast. Und wie es hier in diesem Vers heißt, wir sind gewaschen. Yes. Das heißt rein geworden durch dein Blut. Wir sind rein, das ist abgewaschen. Die Sünde ist weg von uns. Wir sind deine Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind geheiligt. Herr, was für ein Vorrecht. Wir sind heilig in dir. Nicht, weil wir irgendwie alles richtig machen, sondern weil es unser Zustand ist. Unsere Identität ist, unsere Position ist in dir. Wir gehören zu deinem Leib, wir gehören zu deinem Reich. Wir sind Teil des Reiches Gottes. Und als solche sind wir rein, sind wir gewaschen, sind wir heilig und wir sind gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Die Bibel sagt sogar, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass das für uns gilt. Wir danken dir für dieses gewaltige Vorrecht. Wir sind nicht irgendwelche Leute. Wir sind in dir. Du hast uns Autorität gegeben. Du hast uns Position gegeben. Du hast uns Identität gegeben. Wir sind Könige und Priester. Ja, wir sind Gesandte. Botschafter an deiner Stadt. Wir gehören zu dir. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind eins mit dir. Wir sind dein Leib. Wir gehören zu deinem Volk und zu deinem Leib. Herr, was für ein gewaltiges Vorrecht. Und ich bete dafür, dass unsere Geschwister das immer mehr verstehen, wer sie sind. Ja, wir sind nicht irgendwelche armen kleinen Sünderchen, die durchs Leben murksen und irgendwie hoffen, möglichst nicht in irgendwelche Sündinger reinzukommen, sondern wir sind diejenigen, die Gott gebrauchen will, um diese Nation dauerhaft zu verändern, um sein Reich zu bauen. Yes. Auch in Deutschland, auch in Österreich, auch in der Schweiz und wo immer ihr seid. Herr, wir wollen dich wirklich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns allen sprichst, dass du zu denen sprichst, die hier vor der Kamera sprechen. Und wir wollen dich bitten, dass du zu den Herzen sprichst. Herr Jesus, wir vertrauen dir diese gemeinsame Zeit jetzt an. Und wir danken dir, dass du ein tiefes Werk in uns tun wirst. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ja. Wunderbar. Hast du noch Ankündigungen? Nein, momentan nicht. Okay. Die gibt es noch. Dann gehe ich erstmal weiter, um euch auch einfach in diesen Abend ein bisschen hineinzuleiten. Und Martin hatte einen ganz, ganz wichtigen Begriff, einen wichtigen Status, eine wichtige Berufsbezeichnung eben im Gebet gesagt, nämlich unser Auftrag ist es, Botschafter Christi zu sein. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist eine ernste Sache und eine Ermahnung zur Umkehr. Einfach eine Bitte zur Versöhnung mit Gott. Und genau das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir wollen euch zurüsten. Als Erntearbeiter, als Menschen, die jetzt unterwegs sind, um zu Menschen zu gehen und zu sagen, hey, es ist Zeit, dass du umkehrst. Es ist Zeit, dass du gerettet wirst. Es ist Zeit, dass du jetzt dich für Jesus öffnest, dein Leben öffnest und ihm dein Leben gibst. Gläubige Kinder Gottes haben diese hohe Berufung, Botschafter an Christi Stadt zu sein, Botschafter Jesu zu sein. Da, wo du gehst, ist Christus in dir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da, wo du sprichst über das Evangelium, über die gute Nachricht, da sprichst du das, was der Heilige Geist durch dich sprechen möchte. Das Leben von uns Christen, das Leben von uns gläubigen Kindern Gottes, da hat jemand gesagt, wir sind ein offener Brief. Ein offener Brief ist etwas, was jeder lesen kann, zu dem jeder Zugriff haben kann. Ein offener Brief ist etwas, was bekundet wird und jeder kann den Inhalt lesen und für sich anwenden. Und deshalb sagen manche, dass wir Christen ein offener Brief sein sollen, dass uns andere lesen können. Viele sagen, oh, ich traue mich nicht und das ist so kompliziert und die Leute wollen ja gar nichts wissen. Ich sag dir was, wir gehen in Zeiten, wo Menschen wirklich in Hoffnungslosigkeit hineinkommen werden, wo sie ins Trudeln kommen werden, wo sie nicht wissen, wo ein Halt in ihrem Leben ist, noch wo ihr Sinn ist, den sie im Leben hatten oder jetzt auch verloren haben. Und das Wort Gottes beschreibt diesen offenen Brief in 2. Korinther 3,
in den Versen 2 bis 3. Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Hey, das ist krass. Gelesen von allen Menschen. Jeder kann in dein Leben hineinschauen und sehen, an dir sehen, an deinem Leben sehen, dass du Christ bist, dass du ein gläubiges Kind Gottes bist. Und dann geht das weiter hier in dem Text. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich auf eure Herzen. Schau, wenn wir über das Evangelium mit anderen Menschen sprechen, dann sollte das eine Herzenssache sein. Nicht etwas, was verdammend oder mahnend oder hart oder erpressend, manipulativ gesagt wird, sondern wirklich in Freudigkeit, in Liebe, in Zuwendung. Es soll einfach ein Zeugnis sein aus deinem Leben, was du mit Gott erlebt hast. Und wenn du etwas mit Gott erlebt hast, dann wird in deinem Herzen etwas sein, was du mit anderen teilen kannst. Botschafter sein. Den Auftrag, den wir alle erhalten haben, als wir selber zu Jesus gefunden haben. So, das allseits erklärende Wikipedia habe ich nun mal aufgemacht, um zu fragen, was ist denn eigentlich in der Welt ein Botschafter? Und da lesen wir, seine Aufgabe ist es, als Leiter einer Botschaft die Vertretung und die Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland zu vertreten, zu verantworten, dafür zu stehen, aus welchem Land er kommt. Und es ist eine enge Beziehung, die er pflegen soll zu der Regierung, zu der Opposition und zu den gesellschaftlichen Organisationen des Gastlandes. Wahrscheinlich hast du das schon mal in irgendwelchen Berichten gehört. Das ist etwas, was beschreibt, was ein Botschafter ist. Ein Botschafter kommt ausgerüstet, zugerüstet, vorbereitet aus seinem Land in ein anderes Land hinein. Und das andere Land kann sein, dass das niemals die guten, positiven Dinge des anderen Landes, aus dem der Botschafter kommt, selber erlebt hat. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass solche Botschaften in den anderen Ländern sind. Und dass dann etwas daraus hervorgeht. Jeder von uns weiß, und der Martin hatte das ja vor ein paar Wochen schon erklärt, dass wir nicht zu diesem weltlichen Reich gehören, sondern wir sind von einem anderen Reich. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind nicht hier in diesem System, sondern wir kommen aus einem anderen System quasi in ein Gastland. Und das, was wir vertreten, ist nicht dasselbe, was in dem Gastland stand ist, sondern wir kommen als Vertreter des Reiches Gottes. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch verstehen, eigentlich sind wir Reisende in diesem weltlichen Land, in diesem weltlichen System. Wir sind nicht bleibend hier, sondern unsere Heimat ist eine andere. Und die Botschaft, die wir haben für die Menschen, das ist nicht irgendeine Botschaft, das ist nicht etwas Beliebiges, das ist nichts Weniges, das ist nicht etwas, wo man sagen kann, na ja, mag ich oder mag ich nicht oder irgendwie, sondern es ist diese eine gute, wichtige Botschaft der Errettung und der Befreiung, der Heilung, der Wiederherstellung, die Christus Jesus den Menschen anbietet. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir müssen uns diese Worte, die wir so gut kennen, also ich glaube, man muss sich die immer in Erinnerung rufen. Man muss sie immer wieder lesen, man muss sie immer wieder studieren, man muss sie immer wieder
anlegen an das eigene Leben. Lebe ich eigentlich wirklich als ein Botschafter aus dem Reich Gottes, mit dem Reich Gottes verbunden? Lebe ich wirklich in den Ordnungen Gottes? Lebe ich wirklich in den Dingen, die Gott in mein Leben gelegt hat? Lebe ich wirklich da drin? Und kann ein anderer Mensch in diesem weltlichen System das an meinem Leben sehen? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt gerade in der Zeit, jetzt gerade, wo die Dinge so variabel geworden sind, so bedrohlich geworden sind, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir selber wissen, welche Botschaft wir eigentlich in uns tragen. Wir sind Gefäße, die eine ultra lebenswichtige Botschaft in uns tragen. Viele Menschen werden mehr und mehr erleben, dass ihnen das, worauf sie ihr Leben gebaut haben, dass das nicht mehr so zur Verfügung stehen wird. Die Gerüste, die viele Leben gehalten haben, so diese Lebensgerüste, die um das Lebenshaus drumherum gebaut wurden, die bis jetzt auch getragen haben, die vielleicht auch abgesichert wurden durch das weltlich-gesellschaftliche System. Ich glaube, dass die weggenommen werden. Wir haben das ja alle schon bemerkt, dass das alles nicht mehr so ist wie noch vor März 2020. Und ich glaube, dass das wirklich sich noch mehr verändern wird. Und alles das, was so mit Unterhaltung zu tun hatte, mit Spaß, mit allen diesen Dingen, das ist jetzt schon in einen Veränderungsprozess gekommen und auch für viele ins Wanken gekommen. Viele bangen um ihren Job, viele bangen um ihre Finanzen, um ihre Mieten, für alle diese Dinge, die als so sicher galten. Im Moment hören wir von sehr vielen Versprechungen, dass das Schiff nicht sinken wird und dass es ja immer noch Möglichkeiten geben würde, das Alte und das Vorherige wieder zurückzubekommen. Und wir werden sehen, dass diese Versprechungen, dass dieses Schiff weiterfährt, volle Fahrt voraus, dass das nicht so sein wird. Diese Versprechungen werden sich nicht bewahrheiten. Und verlass dich nicht auf diese Sachen. Denn ich habe den Eindruck, dass der Zerfall von diesen Dingen schon sehr weit sehr weit gekommen ist. So, und ich hatte schon öfter mal David Wilkerson zitiert, der gesagt hat, wir sitzen nicht im selben Boot. Wir sitzen nicht in dem Boot der weltlich-gesellschaftlichen Systeme, sondern wir sind auf unsere Arche fokussiert. Wir sind in die Arche hineingerufen. Und unser Job ist es, viel mehr als es Noah damals war, unser Job ist es, Menschen mit in diese Arche hineinzurufen, Menschen aufzufordern, hey, komm mit mir, komm in dieses wahre Leben, komm in Errettung, komm in Befreiung und komm in die Arche, die Jesus Christus heißt. Und das ist es, das ist der Sinn, Botschafter zu sein. Der Herr hat sich etwas dabei gedacht, dass er dich und mich als Botschafter berufen hat. Das war nicht etwas, wo er dachte, naja, irgendwie muss ich denen ja auch einen Job geben. Sondern das war wirklich etwas, wo er wollte, dass Menschen gerufen werden und dass wir an seiner Stadt hier in diesem gesellschaftlich-weltlichen System Botschafter sind. Ein Botschafter konnte, also in dem weltlichen System, ein Botschafter konnte immer die Sprache des Landes sprechen, aber viel, viel sicherer war er in seiner eigenen Heimatsprache. Darüber habe ich nachgedacht und ich dachte, ja, wir sprechen die Sprache in der Welt, wir können Menschen verstehen, wir können mit ihnen über die Probleme dieser weltlichen Dinge, dieser gesellschaftlichen Dinge sprechen, aber unsere eigene Sprache, unsere Gebete, unser Reden mit Gott, das ist das, woraus wir unsere Kraft ziehen, woraus wir unsere Befähigung ziehen, dass wir überhaupt mit den Menschen draußen sprechen können, mit den Menschen in der Welt, wie wir das ja so sagen. Ein Botschafter, so habe ich das gelesen, ist Auge, Ohr und Mund des Landes,
das er vertritt und nicht des Landes, in das er gesandt ist. Hey, wir sind Auge, Mund und Ohr, dass wir für Jesus unterwegs sind, dass wir Menschen erreichen können. Hey, wir hören den Menschen zu, aber viel, viel mehr hören wir dem Heiligen Geist zu. Wir sprechen mit den Menschen in diesem ganz normalen Leben. Aber wie viel mehr sprechen wir die Worte Gottes und die Verheißungen aus? Wir hören das, was Menschen sagen, und wir sehen sie. Aber viel, viel mehr wollen wir unseren Blick auf Christus gerichtet halten. Weil nur wenn wir Auge, Ohr und Mund von dem System des Reiches Gottes sind, werden wir Auge, Mund und Ohr für die Welt sein. Ein Botschafter soll erklären können, was die Kernaussagen seines Landes sind. Die Kernaussagen. Du musst wissen, was ist denn eigentlich die Kernaussage hier von meinem Reich Gottes? Wo ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder was ich machen soll oder so. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst und dass du dich da reinarbeitest. Nimm dir Zeit, scheu keine Mühe, einfach zu lernen und zu wissen, wie Gott dich besonders und einzigartig befähigt hat. Nicht jeder kann so wie du sprechen mit anderen. Du hast eine besondere Gabe, einen besonderen Auftrag, gerade in deiner Familie vielleicht, gerade vielleicht bei Nachbarn oder mit Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Und die Aufforderung dieser guten Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Viele Menschen leben unversöhnt, sogar unversöhnt mit vielen Menschen, die sie kennen, aber sie leben grundsätzlich unversöhnt mit Gott. Der Vater im Himmel, so heißt es in der Bibel, wird sie ziehen. Und der Heilige Geist wird Menschen in ihrem Inneren überzeugen, dass sie in einem Lebensstil leben, der nicht sie mit Gott versöhnt, sondern wo es eine Kluft gibt. Aber wenn sie sich Gott öffnen, wenn sie sich Jesus öffnen, wenn sie sich dazu entscheiden, ihn reinzulassen in ihre Herzen, werden sich die Dinge verändern. Menschen zu suchen und zu retten, das ist unser Auftrag. Und die Zeit läuft wirklich ab. Und es ist von großer Bedeutung und das ist das, was ich in dieser Woche so, das hat mich echt bewegt. Das wollte ich euch wirklich weitergeben. Lasst uns keine Mühe scheuen. Die Zeit ist gekommen, dass wir wirklich Menschen retten müssen. Und der Heilige Geist wird unser Ratgeber sein. Er wird unser Helfer in den Erntevorbereitungen sein. Er wird der sein, der uns die richtigen Ideen gibt, der uns kreativ sein lässt, der uns wirklich anspornt, der uns rausreißt aus einer gewissen Lethargie und dass man sagt, naja, ich kann ja auch nicht oder irgendwie sowas, sondern er wird dir und mir helfen, wenn wir ihn darum bitten. Ich möchte euch jetzt einen Mann vorstellen, der nichts für sich persönlich zurückgehalten hat, der sein ganzes Leben quasi in die Waagschale geworfen hat, der dieses Brennen im Herzen hatte, Menschen für den Herrn zu gewinnen, Menschen mit dem Evangelium zu rufen, der wirklich in meinen Augen ein ganz großer Botschafter an Christi Stadt war. Und dieser Mensch, dieser Mann, sein Name ist John Harper. Er war 39 Jahre alt, ein Pastor, der eigentlich aus Schottland kam und der ein absolut brennendes Herz für die Verlorenen hatte. Er hatte in dieser Zeit 1912 hatte er 3 Monate in der Moody Church in Chicago eine Evangelisationsarbeit gehalten. Und es kamen viele Menschen zum Glauben. Es entstand eine kleine Erweckung unter seinen Gottesdiensten. Viele Menschen haben Jesus gefunden. Viele Menschen haben ihre Schuld und Sünde bekannt. Sie sind umgekehrt von ihren Wegen und sie sind zum Glauben gekommen. Und nach diesen 3 Monaten hat er den Dienst dort beendet und ist wieder zurückgekehrt nach England.
Aber es dauerte nicht lange, da bekam er aus Chicago eine erneute Einladung. Er soll doch dort bitte zurückkommen und den Dienst fortsetzen, den er da begonnen hatte. Und so buchte er für sich und seine kleine 6-jährige Tochter Nana eine Überfahrt auf der Lusitania, einem großen Passagierschiff. Und dann hörte er, dass es ein ganz besonderes Schiff geben würde, nämlich ein Schiff, was als unsinkbar dargestellt wurde. Es war ein riesiges Schiff mit allem ausgerüstet, was es zu der damaligen Zeit gab. Und so überlegte er, dass er eine Umbuchung doch vornehmen wollte, um auf der Jungfernfahrt dieses großen Schiffes mit seiner kleinen Tochter wieder zurückzukehren nach Chicago. Und John Harper buchte um und fuhr auf dem Schiff der Titanic zurück nach Chicago. Es war Sonntag, das Wetter war schön, das Meer war ganz ruhig. Pastor Harper hatte am Morgen noch den Passagiergottesdienst mitgehört und am Nachmittag war er mit den Passagieren ins Gespräch gekommen. Er suchte diese Gespräche mit den Leuten, die auf dem Schiff der Titanic waren, um mit ihnen zu sprechen, dass sie doch diesen Glauben an Jesus annehmen sollten. Er wollte einfach sein brennendes Herz mitteilen, dass sie umkehren sollten, damit sie für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Viele Passagiere haben bestimmt von seinen Worten gehört, haben bestimmt mit ihm gesprochen. Aber am Abend von dem 14. April 1912 um 23.40 Uhr kollidierte die Titanic mit einem Eisberg. Ihr habt sicher alle schon von diesem Mega-Unglück gehört. Es gab ja viele, viele Berichte dort von diesem Schiff. Als Pastor Harper den Aufruf hörte, mitten in der Nacht, dass alle Passagiere sofort ihre Kabinen räumen sollten, wickelte er seine kleine Tochter Nana in eine Decke und bevor er sie in die Hände von einem Matrosen gegeben hatte, sagte er ihr, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden. Dann zog er seine eigene Rettungsweste aus und gab sie einem anderen Passagier. Ein Bericht über diese Situation beschreibt Folgendes. Einer der Überlebenden erinnerte sich später daran, wie er Pastor Harper einen ganz bestimmten Satz rufen hörte. Da musst du mal genau drauf achten. Frauen, Kinder und Verlorene zuerst in die Rettungsboote. Frauen, Kinder und Verlorene zuerst in die Rettungsboote. John Harper wusste, dass die Wiedergeborenen bereit waren zum Sterben, aber die Verlorenen, die keinen wirklichen, keine Überzeugung im Herzen hatten, die ihr Leben nicht Gott gegeben hatten, die verloren waren, die würden nicht einfach ihr Leben riskieren wollen. Er wusste, die Wiedergeborenen, die waren bereit zu sterben, die Verlorenen nicht. Dann rannte er über die verschiedenen Decks und bat die Leute eindringlich, ihr Leben doch Jesus zu geben. Dem Orchester von der Titanic, wir wissen das ja auch aus den anderen Berichten, dass das Orchester immer noch weiter spielte und immer noch Musik da machte, obwohl das Schiff schon eine extreme Flutung mit dem Wasser erlebte. Er ging zu diesem Orchester hin und hat ihnen gesagt, sie sollen spielen Näher, mein Gott, zu dir. Ich habe keinen Bericht darüber gefunden, ob die das wirklich gespielt haben, aber das war ihm wichtig, dass sie eigentlich wirklich mit dieser Vorausschau spielen sollten und nicht irgendein weltliches Ablenkungsding. Dann versammelte er die Leute, die noch oben auf dem Deck waren, um sich herum. Er kniete nieder mit ihnen und hob seine Hände zum Gebet. Und dann, als das Schiff immer mehr ins Trudeln kam, sprang er in das eisige Wasser und schwamm hektisch
zu den Leuten, die er erreichen konnte, und flehte sie an, ihr Leben Jesus zu geben und somit für alle Ewigkeit gerettet zu sein. Doch John Harper konnte sich nicht lange in dem eisigen Wasser halten und ging aufgrund seiner Unterkühlung unter, und er ging in die Gegenwart des Herrn ein. Er starb. 4 Jahre später gab ein Mann, Aquila Webb, ein junger Mann aus Schottland, in einer Konferenz in Hamilton in Kanada folgendes Zeugnis. Ich bin ein Überlebender der Titanic. Während ich in dieser schrecklichen Nacht alleine auf dem Holzstück umhertrieb, brachte die Strömung Mr. John Harper aus Glasgow, der auch auf einem Stückchen Wrack umhertrieb, in meine Nähe. Er fragte mich: Mann, bist du gerettet? Nein, bin ich nicht, sagte ich. Er antwortete mir: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Dann trugen ihn die Wellen fort. Aber eine Weile später brachten sie ihn wieder zu mir zurück und er fragte mich wieder: Bist du jetzt gerettet? Nein, ich kann nicht ehrlich sagen, dass ich es bin, antwortete ich. Und kurz bevor er unterging, sagte er wieder: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Da, alleine in der Nacht und mit 2 Meilen Wassermassen unter mir, glaubte ich. Und ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Nur 7 Leute wurden in dieser Nacht aus dem eisigen Wasser gezogen und fanden Rettung in einem der Boote bei den anderen Überlebenden. Aquila Webb war einer von ihnen. Am Ufer hatte man 2 Schilder aufgestellt, auf denen die Namen der Passagiere aufgeschrieben wurden, nämlich der Lebenden und derjenigen, die tot waren. Auf dem einen Schild stand für immer gerettet und auf dem anderen stand für immer verloren. Ich habe in dieser Woche ein ganz besonderes Video über diesen Ablauf dieser Szene gesehen. Wir blenden euch den Titel, diesen Untertitel, den Link zu dem Video ein und ihr könnt es wirklich nochmal nachschauen. Es ist wirklich ein sehr, sehr lohnendes Video, was mich ganz neu ermutigt hat, das ernst zu nehmen. Wir sind Botschafter für Menschen, die wirklich am Rand stehen, die wirklich sich bekehren müssen, die ihr Leben für Zeit und Ewigkeit in die Hände Gottes geben sollen. Dieses Video hat mich wirklich ermutigt, meinen Platz als Botschafter einzunehmen, gerade jetzt, wo Bedrängnis und Angst so viele Menschen überschattet. Menschen brauchen Jesus Christus. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns: Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist meine Botschaft heute für euch, eine sehr ernste Botschaft, aber eine Botschaft voller Hoffnung, eine Botschaft voller Zuversicht, eine Botschaft, dass du hineinkommst in Beten und in dieses Ansprechen von Menschen. Ich proklamiere wirklich, dass jede Furcht aus deinem Leben weicht, jede Menschenfurcht aus deinem Leben weicht und dass du wirklich Mut von Gott empfängst, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und mach dir keine Sorgen darüber, was soll ich denn sagen, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus und der Heilige Geist wird die Worte auf deine Zunge legen. Er weiß, was der andere hören muss. In Jesu Namen. Halleluja. Das ist ein wirklicher Glaubensheld. Ja. The True Hero of the Titanic, so heißt dieser kleine Videoclip, der das zusammenstellt. Wirklich. 39 Jahre alt war er, als er gestorben ist. Genau.
für das Reich des Herrn. Amen. Ja. Ein wirkliches Vorbild, ein Mann, der wusste, wo er hingeht. Und wir wollen jetzt noch mal beten, ja, dass du Sicherheit hast in dem, an wen du glaubst, wer derjenige ist in deinem Leben, dem dein Leben gehört. Und dass du mutig vorangehst und nicht zurückhältst. Denn du bist einer, der die beste Botschaft in sich trägt. Yes. Amen. Und so, die Leute um dich herum, ja, sind genau solche Leute, die im Untergang begriffen sind. Yes, genau. Vielleicht sieht man es jetzt noch nicht, ja, aber in den nächsten Monaten, ganz zu schweigen von den nächsten Jahren, werden wir das feststellen. Yes. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir eine ewige Hoffnung haben, yes, dass wir in dir gerettet sind. Yes. Dass alles, was in diesem Leben entscheidend ist, ist der Punkt, dass wir wiedergeboren sind, dass wir dich kennengelernt haben, dass wir dich als unseren Herrn und Retter angenommen haben. Das ist es, worum es geht. Das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtigste, was es in diesem Leben überhaupt zu erreichen gibt. Herr, und die Menschen sind in ihren ganzen Belanglosigkeiten so drin, dass das einfach, wie soll ich mal sagen, so zugekippt wird. Ja. Aber durch die Erschütterung, die jetzt schon stattfindet und die noch sich verschärfen wird, werden viele Menschen um uns herum fragen. Und wir wollen Leute sein, die die Botschaft weitergeben. Amen. Wir haben die Lösung, wir haben Hoffnung, wir haben das, was wirklich zählt für Zeit und Ewigkeit. Und da wollen wir wegkommen davon, die Klappe zu halten und so eine komische Scheu zu haben und so eine komische Distanz zu haben und so eine falsche, vornehme Zurückhaltung zu haben. Sondern wir wollen wirklich Leute sein, die Menschen zu dir führen. Amen. Und die nicht zurückhalten. Yes. Halleluja. Yes. Herr, ich danke dir, dass du jeden ermutigst, Christi Ohr, Auge und Mund zu sein. Yes. Dass du jeden jetzt ermutigst, ganz neu mit deinem heiligen Feuer ausrüstest, dass wir brennende Menschen für dein Reich sind. Ja. Dass wir nicht zurückhalten, sondern dass wir die Menschen aufrufen, lass dich versöhnen mit Gott. Halleluja. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich bete jetzt auch für die, die wankend sind, die diesen Beitrag jetzt vielleicht hören, die wegen dem Thema heute Abend auch zugeschaltet haben. Ich bete, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Ich bete, dass du dein Leben in die Hände von Jesus legst. Dass du, der du mitten im Sturm bist, der vielleicht wirklich auch dieses Gefühl hat, ich habe 2 Meilen Wasser unter mir, dass du sagst, ich gebe mein Leben in die Hände desjenigen, der dem Sturm gebietet, dass der Sturm aufhört in meinem Leben. Ich bete, dass du wirklich diese Wahrheit ergreifst, in Jesu Namen. Amen.